Lieber Wolfram, meine erste Frage geht an dich. Dein Werk entführt uns in gewisser Weise in den kolumbianischen Regenwald, wenn auch auf sehr abstrakte Weise. Es hat diesen wunderschönen Titel Kokoi. So schön dieser Titel ist, so gefährlich ist aber auch das Gift des gleichnamigen Tieres, dem knallgelben und hochgiftigen Blattsteigerfrosches. Was hat denn dieser unscheinbare Frosch jetzt genau mit diesem Werk zu tun? Ja, also der Titel klingt poetisch, aber wie gesagt, das bezeichnet eigentlich diesen Frosch, diesen auf Deutsch heißt er schrecklicher Pfeilgiftfrosch, schrecklich deshalb, weil er eben so giftig ist. Viele haben ihn vielleicht schon gesehen. Es geht einerseits um den Ruf dieses Frosches, der ein ganz spezifischer Triller ist, ein langgezogener, der ja, in gewisser Hinsicht und in abstrahierter Form, vor allem in verschiedenen Varianten, das Ausgangsmaterial, vor allem für die Oboenstimme, für dieses Stück darstellt. Aber jetzt nicht so, dass man glauben soll, man hört jetzt diesen Das heißt, Frosch-Triller unmittelbar als eine naturalistische Nachahmung, sondern das ist für mich ein Ausgangspunkt, mit dem ich einfach anfange, so Basismaterial. Viel wichtiger ist der Umstand, dass das in so einem lauten Ökosystem, wie das ein Urwald ist, die verschiedenen Lebensformen da drin, die auch akustisch natürlich agieren und interagieren und kommunizieren, bestimmte Frequenznischen für sich beanspruchen. Das heißt, die hören eigentlich dadurch sich gegenseitig die für sie relevanten Dinge, indem sie das andere ausblenden. gibt es da Referenzen auch in der Relation Oboe und Ensemble? Ist das auch so, dass die Oboe in einem bestimmten Bereich immer alleine agiert und das Ensemble Das war so ein rumtut? Grundsetting, dass die Oboe immer so agiert, dass man sie aus ihrer Perspektive des klanglichen Habitats hört. Das heißt, die fungiert wie eine Brille, durch die der Zuhörer quasi in das Klanggeschehen einsteigen kann. Die Oboe ist eigentlich immer hörbar. Ich glaube, der Markus wird das bestätigen. Und es gibt einfach Momente, wo sich das Ensemble dann einklingt, wo sie sich berühren, wo sie sich wieder entfernen. Aber es ist sozusagen, solange die Oboe spielt, ist das der Referenz Punkt für den Zuhörer. Solokonzerte sind immer eine sehr spezielle Herausforderung. Die Musik von Wolfram ist rhythmisch und metrisch sehr vertrackt und dazu kommt auch noch die Mikrotonalität. Markus, was war für dich die große Herausforderung in diesem Werk? Wie bist du an dieses Werk herangegangen? Also wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, das war im Sommer, glaube ich, oder genau, war das fertig. Da habe ich so drüber geschaut und habe mir gedacht, okay, das ist klassische Oboe, das ist viel lange Bögen spielen, singen, vor allem Linien. Also eigentlich das, was das Instrument eh gut kann, was ich auch kann. Deswegen werden wir das relativ bald drauf haben. So. Wenn man dann aber natürlich mal sich die Triolenklammern anschaut, also sprich Triole dritter Potenz, Triole über Triole über Triole, dann ineinander verschachtelt, an verschiedenen Enden startend und endend. Okay, und das Ganze auch noch mit diesen Vierteltongriffen durchkombiniert, muss man eigentlich sagen, ich muss eine neue Sprache lernen. Ja, das ist mir in dem Moment bewusst geworden. Und da geht man schon einmal einen Monat durch so eine analytische Phase durch, wo man einfach Tabulaturen schreibt für die Oboe mit den Farb- und Vierteltongriffen und wo man vor allem die Rhythmen sortiert. Und das Interessante in der Zusammenarbeit für mich war, dass es von Anfang an klar war, dass man das alles spielen kann. Ja? Weil ich muss einfach nur den richtigen Griff finden und ich muss einfach nur die Rhythmen sortieren. Und ich muss ein bisschen Entschuldige, ich muss Kondition trainieren, weil es einfach so große Bögen sind, über 10 Minuten ohne Atempause, dass man sich das einfach auch körperlich antrainieren muss. Aber es war von Anfang an klar, dass das alles spielbar ist. Und deswegen hat er mir einfach immer einzelne Teile von dem Stück geschickt, wenn es halt fertig komponiert waren. Und ich habe es dann halt immer so weitergeführt. Also ein sportliches Stück für dich. Ein Sportstück, ja. Ja, das ist so Sport und Musik, man muss dort wieder trainieren. Das heißt halt bei uns üben. Ich freue mich sehr, weil das ist das dritte Werk, das du für Face für uns komponiert hast. Die CD wird im Spätherbst 2021
erscheinen. Und ja, das war für uns natürlich auch eine gute Gelegenheit, hier so viel Zeit zu haben, dieses Werk in Ruhe einzustudieren mit dir, Markus. Und ich freue mich auf die CD nächstes Jahr. Ich mich auch. Thank you.
Musik.